Herzlich willkommen zu Bäckerweisheiten, dem ersten Heusenstammer Backstubengespräch mit dem Bäcker Paul und mit Steffen Ball. So ist es. Und hinter der Kamera steht der Justus. Genau. Gute Justus, bist hinter der Kamera, kannst du dich nicht sehen. Ja, ihr Leute, schön, dass ihr zuschaut. Wir haben uns überlegt, wir sind in einem Nukleus der Heusenstammer Altstadt, nämlich in der Backstube vom Bäcker Paul. Und der Stefan ist seit einiger Zeit im Internet aktiv, in Facebook. Und dann haben wir so ein bisschen gebabbelt und haben gesagt, eigentlich wäre es doch schön, wenn man so aus der Stadt raus, aus dem Nukleus der Altstadt, so habe ich gesagt, aus der Backstube raus, mal so ein Gespräch mache, uns über Themen unterhalte. Heute ist unser Thema Corona und das Handwerk. Was hat es mit Handwerksbetrieben in Heusenstamm gemacht? Was hat es mit dem Stefan gemacht? Was hat er in dieser Zeit gemacht? Und darüber wollen wir ein bisschen babbeln, Stefan, heute. Genau so machen wir es. Du bist ein bisschen ruhig am Anfang. Du ist eigentlich komisch, weil seitdem du der Facebook-Bäcker bist, bist du ja im ganzen Ort bekannt und auf einmal kommen auch Leute ganz woanders her in die Bäckerei, oder? Ja, ja, also das war ganz, ganz komisch. Oder mein Sohn... Guckst du mich nicht mehr oder eigentlich? Ah ja, doch. Doch, doch, ja. Das ist mein erster Drehtag, Entschuldigung. Ach so, der erste Drehtag. Also, ja, ja, genau. Ja. Also eigentlich bin ich ja Bäcker. Und, Ja. Also mein Sohn hat zu mir gesagt, mach doch mal was auf Facebook, mach mal was auf Facebook. Und also ich und Facebook, soll ich mit Facebook? Ich bin mit WhatsApp bin ich schon überfordert, habe ich gesagt. Ne? Ja, aber das machst du ganz gut, schreibst relativ viel. Aber ja, ja erzähl genau, weiter. Ja. Und also, du hast ja die Kinder, ein Herzenswunsch, habe ich mich hingestellt und habe alle mal ein Video gedreht. Ne? Du hast erzählt, wie Brot gemacht wird oder ein Kuchen und so weiter. Ich habe einfach erzählt, dass wir ein reiner kleiner Handwerksbetrieb sind und daraufhin, dass man hier seit über 100 Jahren schon mit dem Opa seinem Rezept backt, mit dem Vater seinem Rezept backt, das ich so übernommen habe. Und das ist so eingeschlagen. Ich wollte es eigentlich nur präsentieren, so ein bisschen. Das erste Video ist so durch die Decke gegangen. Und naja, der erste, wo ein Tag später gekommen ist, wie das online gestellt wurde, war der Steffen Ball. Hier, yeah, Paul, das ist ja geil, hat er gesagt, ja, was, du da möchtest, ja, was du da möchtest. Und da lesen ganz andere Leute ein Skript und du und ich studieren. Und du stellst dich vor deinen Backofen und erzählst und erzählst und erzählst. Und das hat mittlerweile ein Ausmaß angenommen. Ich meine, das freut mich. Ja, du hast erzählt, dass Leute mittlerweile aus Langen kommen, aus Orbich. Ja. Also eigentlich aus Offenthal. Eigentlich hast du sozusagen die Kundschaft richtig erweitert. Das könnte ja auch ein positives Beispiel sein für den örtlichen Handel. Ne? Also man sieht, was man mit ein bisschen Social-Media-Arbeit eigentlich hinkriegen kann. Ja, genau, so ist es. Und ich war letztlich in Tauberbischofshahn, da bin ich aus dem Auto ausgestiegen, habe ich einen Kumpel besucht und da hat der Nachbar neben dran gesagt, du bist doch der Facebook-Bäcker, Tauberbischofshahn. Das hättest du auch nie gedacht, Paul, dass du mal der Facebook-Bäcker wirst, oder? Nee, das ist unglaublich, das freut mich auch. Und ja, es hat am Geschäft gut getan, weil viele kommen hier rein und sagen, jetzt haben wir gar nicht gewusst, dass es so einen kleinen Handwerksbetrieb überhaupt noch gibt. Und das ist halt, wie gesagt, wie ich im ersten Video sagte, das ist reines Handwerk. Ne? Wir wollen heute auch ein bisschen über das Handwerk reden, auch über das Handwerk während Corona. Wir sind jetzt in der Zeit, wo es viele Lockerungen gibt, aber ich würde gerne auch mal von dir erfahren, was hat die Corona-Zeit mit dir gemacht? Aber vielleicht so mal am Anfang mal so erklärt, wie ist eigentlich so Bäckerlewe? Wann stehst du auf? Wann backst du? Wie sieht es eigentlich aus? Also wieso Bäckerlewe? Ich stehe seit 1982 stehe ich hier in meiner Backstube drin. Das muss man verinnerlicht haben, das muss die im Blut haben. Ich fange nachts um, das sind 38 Jahre jetzt nebenbei bemerkt. 38 Jahre, das muss man mich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hast du mit fertig schon angefangen oder was? ich habe mit 50 angefangen. Ja, bitte, Entschuldigung. Ja, mit 50 habe ich angefangen und... ja, das ist mein Leben hier. Das ist, auch wenn ich manchmal sage, oh, die anderen fahren schon wieder in den Urlaub. Die fahren im Oster fahren sie in Urlaub, Sommer fahren sie in Urlaub, Herbst fahren sie in Urlaub und im Winter fahren sie in Urlaub. Und da denke ich mir manchmal schon, vielleicht hätte sie doch was anderes lernen sollen. Aber im Großen und Ganzen, ich stehe das wieder lernen. Das verstehe ich auch. Du machst es ja auch gut. Aber die Frage war, Anna, erzähl mal, wie das ist. Also wann stehst du auf? Wann gehst du in die Backstube? Wie sieht das eigentlich aus? Also unter der Woche von Montags bis Freitags fange ich um 1:30 an. Zwischen 1 und 1:30 die Nacht, nicht mittags. Ne? Und Freitag auf Samstagnacht fange ich um 21 Uhr an, bis morgens um 5. Und wie muss man sich das vorstellen? Macht ihr dann den Teich erst fertig oder ist der Tag sogar schon gemacht? Was gibt es da für einen Ablauf? Ja, das ist, als allererstes packen wir morgens die Brötchen. Die werden hergestellt, werden über die Kühlung gefahren. Es gibt die Hefe arbeitet erst ab 4 Grad plus wieder. Und die
was ja heute ist Dienstag, die Brötchen für Mittwoch, die haben wir heute Morgen schon gemacht, haben sie dann in die Kühlung gefahren und da wird die Hefe komplett runtergefahren und dann tut ein Computer einstellen, dass bis auf heute Nacht um 2 Uhr, der hat das dann 40 Grad plus, dieses Gerät. Okay. Und dann gehen die dann schon drin auf und das ist auch gut für die Enzyme und es gibt dem Produkt einen aromatischen Geschmack und die ganzen Geschmacksstoffe kommen hervor. Was machen wir dann? Dann machen wir Kuchen, Stückchen, Torte. Gut, das Kaffee ist eben zu, welche Corona immer noch. Und dann machen wir halt Bauernbrot etc. und so andere kleine Arbeiten. Ne? Es gab Wahrnehmungen, dass in der Corona-Zeit die Menschen sich plötzlich für gute Lebensmittel interessiert haben. Ganz am Anfang ist gehortet worden, ne? Du kennst das Thema Klopapier. Menschen hatten vielleicht auch Angst, ne? Also was kommt? Also hat man sozusagen die Klassiker gehortet, die man für zu Hause braucht. Büchse Ravioli, Klopapier, also sowas, Dinge für den alltäglichen Bedarf, die länger halten. Aber je länger die Corona-Zeit gedauert hat, haben viele Fachmärkte erzählt, haben die Leute bessere Sachen gekauft, der Bio-Apfelsaft. Das heißt, man hat sich dann so ein bisschen vielleicht auch was Gutes getan. Was hast du erlebt? Wie war für dich Corona? Also am Anfang habe ich natürlich wie jeder in Deutschland und auf der ganzen Welt Angst bekommen. Ne? Und wie man dann das Kaffee schließen musste, weil das war schon eine der Haupteinnahmequelle, habe ich mir gedacht, oh je, jetzt machen sie das Kaffee zu, hoffentlich machen sie jetzt noch die Bäckerei zu. Aber da bin ich dann gleich beruhigt worden. Und jeder hat mir gesagt, du backst die Lebensmittel, dir machen sie den Laden nicht zu. Und ich wusste halt auch nicht, wie man mit dem Virus umgehen sollte. Aber irgendwann nach 2-3 Wochen habe ich dann gemerkt, dass die Kunden auf Qualität oder auf das regionale Produkt, dass die da schon drauf zurückgreifen. Die Kunden sind nicht mehr nach Frankfurt einkaufen gefahren, weil sie einfach nicht mehr konnten. Die sind in Häusestamm einkaufen gegangen. Ne? Und das hast du auch richtig in der Kasse gemerkt? Und hast du auch neue Kunden gesehen? Also gut, die Einnahme vom Kaffee haben wir natürlich gefehlt, weil es zu war. Klar. Aber es war in der Bäckerei war definitiv mehr los. Ja, das war so. Und die Leute haben gute Sachen gekauft. Das heißt, du hast das Gefühl, dass vielleicht der Discounter nicht mehr so im Mittelpunkt steht, sondern dass gute Lebensmittel gekauft werden. Genau, vor Jahren gab es immer den Spruch, Geiz ist geil. Ne? Es muss alles billig sein. Ne? Und nee, und ich habe ja auch in meinem ersten Facebook-Video gesagt, dieses Brot kannst du eine Woche lang essen, weil es natursaatartig ist. Über 100 Jahre ist das Rezept. Und da sind auch die Kunden wirklich gekommen, die neue Kunden, und haben gesagt, die alte wissen es all. Die neue Kunde haben dann gesagt, hier, das Brot kannst du ja wirklich eine Woche lang essen. Also das habe ich aber doch gesagt, ne? Ist so. Was ist das eigentlich für ein Gefühl, als Häuserstammer Bäcker in der Unnergasse zu sein? Das ist ja irgendwie sozusagen im Herz der Altstadt. Was bedeutet das für dich? Also ich habe einen sehr, sehr guten Kumpel, da kann ich ja ganz präzise darauf antworten. Der ist immer da gezogen mit den Eltern von Niederrode nach Ditzebach, von Ditzebach nach Offedal etc. Und dann ist er immer gesagt, wenn du hier durch das Tor fährst, ne, du weißt, was Heimat ist, gell? Er sagt, wo das alte Tor steht, schon gar 100 lang. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, das Lied. Du das können wir ja in einer anderen Sendung mal vorsingen. Ja, ja, das können wir gerne mal machen. Aber das ist Heimat, das ist einfach so. Die Unnergasse. Das ist meine Heimat. Ich könnte auch niemals hier fortziehen, das geht nicht. Was ist für dich Heimat und für deine Familie? Was für mich Heimat und für meine Familie? Ja, zum Beispiel, hier ist immer Leben in dem Haus. Ne? Das hast du ja eben erlebt, wie wir hier vorher vorbereitet. Gib den Vater, gib die Mutter, ne? Gib die Tochter. Die geht mit dem Hund spazieren, weil ich heute nicht kann. Normalerweise würde ich jetzt mit dem Hund spazieren gehen. Geht halt nicht. Ja, aber das ist Heimat. Meine Oma war hier schon, mein Opa war schon, mein Uropa hat schon die Bäckerei gehabt. Und jeder kennt mich als Bäcker Paul. Gute Bäcker Paul, gute Bäcker. Jetzt bin ich halt der Facebook-Bäcker. Aber das sind Werte hier. Das hat was. Wenn ich dann nur an das Schloss gucke, das hat nicht jeder. Nee, das hat nicht jeder. Ja. Du hast aber auch während der Corona-Zeit die Zeit für dich genutzt, hast du gesagt. Du hast auch mal ein Stück nachgedacht über die Produktpalette. Du hast ein neues Brot rausgebracht. Ja. Der Urleib sitzt ja eigentlich da. Aber, naja, ganz so schlimm ist es nicht. Ich habe schon ein paar Kilo wieder abgenommen. Ja. Aber wie kamst du drauf, auch mal am Produkt was zu machen? Weil normalerweise ist ja deine Bäckerei sozusagen ein Ausbund an Beständigkeit, kann man eigentlich sagen. Ja, viel Kunde haben gesagt, oder meine Frau hat gesagt... Also die Kerstin ist schuld. Ja, meine Frau ist immer schuld. Ja, gut. Ja. Ist bei dir daheim nicht so? Na, doch. Ja, gut, ja. Dann sind wir uns ja auch nicht. Ne? Gut, weiter. Mach doch mal Körnerbrot. Ich habe dann im ersten Februar, ich habe Brot entwickelt.
habe keine Brotplatte, da fehlen die Körner. Das ist aber geschrotet. Und dann habe ich mich halt hingesetzt und habe so ein bisschen was probiert und gemacht, getan. Dank meiner 38-jährigen Erfahrung habe dann noch ein bisschen Sauerteig dazugegeben. Und habe das dann vor 2 Wochen erstmal auf den Markt gebracht. Und dann haben wir noch einen Namen gesucht. Irgendwas mit Stefans. Und dann sind wir auf Urlaub gekommen und so, ja gut, nennen wir es so. Und das hat auch so eingeschlagen, das ist unglaublich. Letzten Samstag habe ich Brot verkauft. Ich habe ja gesagt, vorbestellt. Das ist ja ganz gut für den Bäcker. Was ist denn hingefallen? Mal vor jetzt euch. Wer ist das? Das ist der Mike. Weiß ich nicht. Wer hat die Gute gekriegt? Ja gut, dann machen wir weiter. Also letzten Freitag, Samstag, hast du Brot verkauft, hast du gesagt, ja? Das hätte ich mir in den kühnsten Träumen nicht denken lassen, dass das so schlecht, ja. Wenn du jetzt mal, du hast jetzt Erfahrung gemacht mit Social Media, man hatte das vorhin schon mal erzählt, machst Facebook-Video, stellst es auf die Seite von Bäcker Paul, jetzt machen wir hier Backstube-Gespräch, was wäre so dein Rat? Stopp, kannst nicht lesen. Backstube-Gespräch. Ja, Bäckerweisheit. Backstube-Gespräch. Ja. Was ist so dein Rat an den Handel in Häusestamm zum Thema soziale Netzwerke? Was kann man da machen? Was ist wichtig? Ja, dass man seine Firma wirklich mal vorstellt. Ich wollte ja in dem ersten Video auch noch mal Firma vorstellen. Ja. Weil mein Sohn gesagt, mach doch mal was, mach doch mal was. Na ja, dann habe ich das halt vorgestellt und viele wissen, glaube ich, gar nicht von außerhalb. Aber was heißt außerhalb? Warum sprichst du jetzt erste Garnitur? Jetzt sprichst du ein bisschen Hochdeutsch auf einmal, ja, ne? Ja, gut. Du babbelst ja aber nicht an, wenn wir die ganze Zeit platt. Gut, bitteschön, ja. Also viele wussten gar nicht, hast du genau, gesagt. Ja, genau. Siehst du eben, was nach Hochdeutsch? Ja, bitteschön. Ja, ich habe dich nur zitiert. Und dann, man müsste einfach sagen, hier bin ich, da bin ich und... Und das funktioniert. Das funktioniert aber vielleicht auch nur, wenn man so authentisch macht, wie du es machst. Ja, haben mir auch viele gesagt. Also manche haben gesagt, so, das kann man nicht lernen. Meine Cousine schafft beim Hessischen Rundfunk. Hallo Gudrun, ich grüße dich. Gute Gudrun. Ja, die hat gesagt, die macht das auch schon seit über 35 Jahren, wie du das darüber bringst. Eigentlich könnte man dich beim Hessischen Rundfunk ausstellen haben. So, was soll ich noch alles machen? Kannst du ja Brötchen backen dort. Hessischen Rundfunk? Ja. Die Backstube? Ich glaube schon. Jetzt soll du mal kannst die Gudrun mal fragen. Wenn jetzt soll es mal abbauen. Erzähl mal ein bisschen, was du so erlebst als Bäcker in den letzten 35 Jahren. Was waren so die Geschichten, die dir in Erinnerung geblieben sind in dieser Stadt? Also 1982 habe ich angefangen zu lernen. Und du weißt es auch noch, das wissen wahrscheinlich viele nicht mehr, das Unengasse-Fest. Ja, das weiß ich noch, ja. Und das war eines der einschlägigen Erlebnisse. Da haben wir Zwiebelkuchen gebacken. Samstags mittags. Das ist von 4 Uhr losgegangen bis abends um 10, 11. Da haben wir 500 Zwiebelkuchen verkauft. Da sind ja Tausende von Leuten gekommen. Tausende von Leuten. Das Unergassefest habt ihr quasi hier mit der Nachbarschaft organisiert, ja, genau. Ne? Ja, genau. Ja. Das war mal so ein Gedanke, da haben sie zusammengesetzt, aber gemacht gehabt und dann hat es geheißen, man könnte eigentlich mal Unergassefest machen. Und das lief dann nach ein paar Jahren? Ich glaube, zehn Jahre. Und auf einmal war es vorbei. Warum eigentlich? Weil es Krawalle gegeben hat, glaube ich, wenn ich mich richtig daran erinnern hat. Es gab Schlägereien und ist ausgeartet und dann wollte das meine Eltern und die anderen, wie sie alle heißen, die Anwohner, aber die... Aber gesagt, das machen wir nicht mehr. Hat es richtig eine Massenschlägerei gegeben. Obwohl, das fehlt. Ich habe schon immer mal. Massenschlägerei? Das fehlt. Das Unergassefest oder die Massenschlägerei? Ja, ich habe schon öfters mal zum Kumpel gesagt, der ach hier in die Straße, das war jetzt weggezogen. Wir müssten eigentlich mal wieder Unergassefest machen. Jetzt wäre die Chance, das mal auszurufen. Man kann ja mal ein kleines machen. Ich meine, momentan ist es. Ja, ein bisschen schwierig. Warum? Ich glaube, da sind 30.000, 40.000 Leute gekommen. Ne? 30.000 Leute ja, Menschen sind da gekommen. Weißt du das noch? Ja, natürlich. Ich erinnere mich, da war ich jugendlich, denke ich mal. Und das war ein Fest, wo die ganze Altstadt voll war. Das war quasi wie beim Nikolausmarkt, also beim St. Nikolausmarkt. Ja. Nur es war halt irgendwie auch die Nachbarschaft da und dann kam aber auch das Umland. Das war schon ganz toll. Also ich meine, das ist hier auch eine der schönsten Straßen, die wir haben im ganzen Kreis Offenbach. Ja, würde ich schon sagen. Und das war fantastisch. Also meinst du sowas, die Leute suchen ja momentan wieder Nähe. Ne? Also man merkt das gerade, dass... Also ohne gar so fest zu machen, das wird mir sogar, da werde ich mit hinten dran stehen, ja, wenn man das machen könnte. Also das Ergebnis. Das ist natürlich eine Monsteraufgabe, sowas wieder ins Leben zu rufen, weil durch die ganze Bestimmung, wo es gibt, aber könnten wir vielleicht auch mit der Stadt mal sprechen. Also. Und Premiere, dann nicht zu vergessen. Ja. Dann kam gleich ein paar Jahre später der Weihnachtsmarkt. Und da sind wir ja auch berühmt drüber, weil wir backen ja schon seit. Ich vermute mal, dass der diesjährige Weihnachtsmarkt ausfällt.
Schauen wir mal. Ja, und da sage ich viel, was ist denn da mit einer Kreppel? Und da habe ich gesagt, ja, wenn wir keinen Weihnachtsmarkt haben, kann ich euch keine Kreppel backen. Aber da bin ich auch schon ein bisschen am Eroieren. Ich backe dann anscheinend nicht auf die Straßkreppel, ich backe dann hier eine Backstubkreppel. Und verteilst die raus? Nee, ich verkaufe die dann im Laden. Also, ihr braucht keine Angst zu haben, auch wenn der Weihnachtsmarkt nicht stattfindet. Samstags und Sonntags oder vielleicht sogar an alle Adventssonntage. Machst du Kreppel? Mache ich Kreppel. Das kann man dann käuflich im Laden erwerben. Mir halte fest, Premiere, Heusenstammer, Backstube-Gespräch, Bäckerweisheit. Ja. Du überlegst, ob du das Unnergassefest wieder machst. Jetzt habe ich was gesagt. Jetzt hat er was gesagt. Mein lieber Herr Gesangsverein. Du versprichst, dass es an... Verspreche du ich nichts, aber wir können sie mal ins Auge fassen. Lass mich doch erst mal den Satz zu Ende reden. Also Entschuldigung, Herr Du versprichst, dass es an alle Adventssonntage Kreppel gibt. Ja. Gefüllt, ungefüllt. Appelkreppel und Käskreppel. Käskreppel? Quack. Aha. Hochdeutsch. Also, es gibt an alle Adventssonntage Kreppel beim Bäcker Paul, ob der Weihnachtsmarkt stattfindet oder nicht. Er überlegt, ob er das Unnergassefest wieder macht. Und wir machen auch weiter mit Bäckerweisheiten. Wir haben uns was überlegt für das nächste Backstubengespräch, Bäckerweisheiten. Da haben wir uns einen Gast eingeladen. Der ist relativ bekannt im Ort, man nennt den Namen nicht. Ja? Aber er ist also... Wenn er vor der Kamera sitzt, werden ihn alle erkennen. Man wird ihn erkennen. Und da geht es um das Thema Vereine, Interessengemeinschaften in unserer Stadt. Wie geht es denen eigentlich vor Corona, während Corona, nach Corona? Und das wollen wir besprechen mit einem sehr prominenten Vereinsvertreter. Auch gut aussehend irgendwie, ne? Groß. Naja, groß, aber gut aussehend, also ich weiß nicht. Ne? Ja gut, also... Naja gut, also schlecht sieht er nicht aus. Nee, man kann nimmer. Ja, ja. Man kann vor die Kamera setzen. Man kann vor die Kamera setzen und gucken mal, was passiert. Ja. Und das erzählen wir euch beim nächsten Mal, wer das ist. Vielen Dank jetzt erstmal für eure Aufmerksamkeit. Das nächste Mal geht es weiter zum Thema Vereine bei Bäckerweisheide. Und das nächste Backstube-Gespräch ist wieder mit dem Bäcker Paul. Und mit dem Steffen Ball. Und jetzt macht's gut. Tschüss. Gute.